meiner Familie, aber ich habe das Feuer nicht ausgelöst. In Oxford wohnen keine Zentauren, ein gewisser Doktor schon. Ich habe ihn gesehen, ein stolzer Student. Jetzt erinnere ich mich an ihn. Dieser Schlüssel gehört zu Lissys Zimmer. Mein Vater hätte nicht gewollt, dass ihr weint, Mädchen. Er hatte ein langes Leben. Und wie der Dichter sagt, wie bei einem Uhrwerk müde vom Verzehren der Zeit, standen die Räder beschwerlichen Lebens schließlich still. Ich bin kein Spielzeug. Er verlangte Dinge von mir, die ich nicht tun wollte. Bin ich nicht der erbärmlichste und selbstsüchtigste Unglücksrabe unter der Sonne? Nichts ahnend lebe ich in einer Ausbildungsstätte für Prostituierte.
Mein Mentor ist ein widerlicher Zuhälter. Ich wurde zum Komplizen des Mörders meiner Schwester und meiner Eltern, weil er meinen Geist zerstört hat. Ich suchte Linderung von meinen Schmerzen und sie hielt mich von der Wahrheit fern. Du hattest es fast geschafft, hast dich beinahe von deinen Ängsten befreit. Du hättest geheilt werden können und vergessen. Die Erinnerung an meine Familie aufgeben? Sie sind tot. Das solltest du auch sein. Du missratene, grässliche Kreatur. Mörder! Du blutsaugender Parasit. Der Schaden, den du Kindern zufügst. Der Missbrauch. Ich biete nur gewisse Dienste an. In der großen, bösen Stadt gilt es, die verschiedensten Gelüste zu befriedigen. Meine Familie. Mein Geist. Der infernalische Zug. Der Zug ist deine Erfindung. Deine Verteidigung. Ich lege nur den Fahrplan und die Reiseroute fest. Der Zug rollt heran mit glänzenden Wagen, mit weichen Sitzen und funkelnden Narben. Still, meine Kleinen, Angst ist unangebracht. Der Mann im Mond hat dies Wunder erdacht. Ich werde ihn aufhalten, und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Was du wünschst, soll geschehen. Du bist verloren, und wo dein Körper ist, wird auch dein Geist hingelangen. Vielleicht ist er schon da. Sie sind die suppende Wunde der Verdorbenheit. Kinder, die ihren Namen um den Hals tragen, als wären sie nichts weiter als ein Stück Vieh. Eine Proklamation ihres Stammbaums könntest du auch brauchen. Sie sind stolz auf ihre Herkunft. Sie Unmensch! Die Kinder wissen doch gar nicht mehr, wer sie sind und woher sie kommen. Wie viele Psychen haben sie bis zum totalen Vergessen verdreht? Nicht genug. Deine wäre ein Triumph gewesen, obwohl du bist ein geistesgestörtes Wrack. Die Frucht meiner Arbeit. Hutmacher, ich muss den infernalischen Zug stoppen und das Böse, was ihn antreibt. Ein
wenig selbstfixiert, das Fräulein. Wie? Erst die Suche voller Furcht und Fragmente Erinnerungen. Jetzt ist es der Zug. Nie Zeit für den Tee. Während dein Gehirn Urlaub macht, gehen wir unter. Nun dürfen Verrückte wie wir endlich in einer Teekanne gemacht. Die Kunden lechzen nach einem Stück von einer rasenden, wahnhaften Schönheit, ohne Erinnerung an Vergangenes oder Sinn für die Zukunft. Aber du musstest dich an deine Fantasien klammern. Du bist verrückt, wie deine Schwester. Sprechen Sie nicht von ihr. Sie kennen sie nicht. Deine Schwester hat gern gespielt, tat, als verachte sie mich. Sie hat bekommen, was sie wollte. Am Ende. Meine Lizzie, was ist das Ziel dieses Zugs? Wahnsinn und Zerstörung. Du solltest keine Fragen stellen, deren Antworten du kennst, das ist nicht höflich. Und das Geräusch, Lizzie, wie sie im Schlaf wünsche. Oh, nein, arme Lizzie. Und es gibt keine Zentauren in Oxford. Lass dein Überleben einen Sinn haben, sonst sind wir alle verloren. Vergessen, Fahrer sein zu.
flüchtiger Drache. Ich bring dich in den Knast und da wird dich irgend so ein tummer Schläger zu seinem Schatz machen und dann wirst du hängen. Wirklich? Eine hysterische Frau, Ex-Irre, brüllt unglaubliche Anschuldigungen gegen einen respektierten Sozialarchitekten und Wissenschaftler? Mein Gott, Alice, wem würdest du glauben? Ich kann es ja selbst kaum glauben. Du monströse Kreatur! Solche Bosheit wird bestraft! Von wem? Von was? Psychotische, blöde Kuh. Dein Wahnsinn wird bestraft werden. Jetzt geh. Ich erwarte deinen Ersatz. Alice, wir können nicht wieder heim. Keine große Überraschung. Nur wenige finden den Weg. Die meisten merken es nicht, wenn sie es tun. Illusionen sind hartnäckig. Nur Barbaren betrachten das Ertragen von Schmerz als Maßstab des eigenen Werts. Schmerz zu vergessen ist bequem. Ihn zu erinnern ist qualvoll. Aber für die Wahrheit lohnt sich das Leiden. Und unser Wunderland, obgleich beschädigt, ist in unserer Erinnerung sicher, einstweilen.